Es ist Herbst. Draußen wird es immer kälter. Was die Kaninchen jetzt brauchen und wo ihr darauf achten solltet, seht ihr in diesem Video. Beginnen wir doch erstmal mit dem Stall. Im Stall sollte eine Schutzhütte stehen, die wasser- und windfest ist. Übrigens solltet ihr eure Kaninchen nicht von drinnen nach draußen oder von draußen nach drinnen versetzen, denn der Temperaturunterschied ist für die Kaninchen sehr schlecht. Außerdem sollten eure Kaninchen spätestens ab August draußen leben, um halt ihr Winterfell zu bekommen. Es ist wichtig, dass ihr die Schutzhütte und so weiter mit Stroh und Heu einstreut, damit die Kaninchen sich ein natürliches Nest bauen können, was sie dann auch, wenn es kälter wird, wärmt. Wie ihr hier seht, habe ich einfach eine Holzkiste genommen und sie mit Stroh und Heu eingestreut. Das fanden die Kaninchen auch schon letzten Winter super toll, weil es sie einfach wärmt. Außerdem gibt es in der Natur auch solche Nester. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann einfach ein bisschen Futter da reinlegen, wie ich eben zum Beispiel die Erbsenflocken oder auch frisches Zeug, damit ihr den Kaninchen das einfach schmackhaft macht und ihr werdet sehen, sie werden diese Kiste umso schneller annehmen. Auch immer sehr gut sind diese Pflanzensteine aus dem Baumarkt. Die gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Die runde Variante ist natürlich sehr praktisch, weil die Kaninchen dann einfach dieses Tunnelgefühl haben, wie sie es auch in ihrer natürlichen Umgebung gehabt hätten. Ihr solltet auf jeden Fall jetzt auch nochmal mehr Äste verfüttern, denn die verlieren jetzt langsam ihre Blätter und deswegen ist es jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um gut zu ernten. Genau deswegen solltet ihr auch vorher nochmal den Auslauf kontrollieren, bevor ihr eure Kaninchen rauslässt. Denn es kann sein, dass giftiges Laub runtergefallen ist, wie beispielsweise der Trompetenbaum, denn der ist bei mir ziemlich in der Nähe, deswegen muss ich da immer gut aufpassen. Guckt am besten vorher nochmal drüber, ob wirklich alle giftigen Blätter weg sind. Ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass ihr Kaninchen generell nicht alleine halten solltet. Besonders im Winter kann es sehr schnell sein, dass euer Kaninchen alleine erfriert, denn das zweite Kaninchen würde dem anderen Kaninchen dann halt Wärme spenden, beziehungsweise sie würden sich gegenseitig wärmen. Und das ist natürlich nur einer der vielen Gründe, warum Einzelhaltung total daneben ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch vielleicht sogar ein bisschen weiterhelfen. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Und hier findet ihr auf jeden Fall nochmal mein altes Video, beziehungsweise mein letztes Video. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!